versuchen wir es. So, ich habe wieder einige Jungs bekommen. Die Typen sind Trottel. Ich will eine Herausforderung. Okay, okay, das ist eine. So, der ist auch down. So, den müssen wir noch holen. Gut, sie geht tatsächlich sogar mit komplett. Hör mal! So, der ist down. Was ein harter Kampf, ja. Sauber. Wir kriegen auf jeden Fall unsere Hilfe, die Hilfe. Du weißt echt, wie man für Fair Play sorgt. Ist nie verkehrt, mächtige Freunde zu haben. Oh ja. Das ist gut, wir haben den Engel dabei, wir haben Fetch dabei. Also wir haben echt gute Freunde dabei. Den Engel, den wir ja selber schlagen mussten in einer Folge irgendwann. Frage ist, wie geht's weiter? Er liegt der Vergeltung meiner Engel! Schau mal einen Gang runter, Eugene! Geh mal fliegen, Kollege. Komm her, das musst du dir ansehen. So, die Jungs sind down. Zeit für die neuen Tricks. Nein, let's go. Das wäre das ganze Dach gewesen. Ich probier's mal mit dem Fernlicht. Bist du sicher, dass du da durchkommst? Ja, wenn du und dein Schutzengel mir die DUPs vom Hals halten. Fürchtet euch nicht! Ich werde euch beschützen! Wie geht's voran, Fetch? Catch mich nicht, Dee! So kann ich nicht arbeiten!
geschafft. Ich hab's. Die Bahn ist frei, Dean. Du gehst rein und schnappst die Orbis-Tee. Eugene und ich halten hier diese Kerle vom Leib. Geh voran und dring in Augustins Reich ein. Die Lady und ich geben dir Deckung. So, auf geht's. Ja, wäre schon eine Überraschung, ne? Ich hab dich beobachtet, Delsim Rowe. Dich getestet, während du deine Tricks gesammelt hast. Wirklich beeindruckend. Ja? Und ich weiß auch, was du alles getan hast. Du hast Hank für den Unfall benutzt. Und Eugene und Fetch wie Monster aussehen lassen, um selbst wie eine Heldin dazustehen. Jemand muss die Conduits beschützen. Beschützen? In den 7 Jahren, seit mein DUP die Conduit-Überwachung übernommen hat, wurde nicht ein einziger unserer Art mehr umgebracht. Nein, natürlich nicht. Weil du sie gejagt und eingesperrt hast. Ja, in Curden Cay. Beschützt vor der Meute, die Conduits lynchen will. Es ist das Beste für sie, ob sie es wissen oder nicht. Und das entscheidest du einfach für sie, hm? Manche Entscheidungen sind zu wichtig. Ich habe gesehen, wie die Leute dich anschauen. Weißt du, wie ungewöhnlich das ist? Dass die Kräftelosen einen Conduit annehmen? Du musst das einsetzen. Diese Beliebtheit und das Vertrauen. Um sie davon zu überzeugen, dass die Lösung für die Bioterroristenbedrohung mein DUP ist. Hast du gewusst, dass über die Hälfte der Conduits, die damals im Blutbad vor 7 Jahren starben, Opfer des Militärs waren? Wenn sie uns wieder kontrollieren, was hält sie davon ab, es alles so zu machen wie in der guten alten Zeit? Nein. Nein, ich werde dich bloßstellen. Dich und deine Täuschung. Dann werden wir sehen, wer der wahre Beschützer ist. Das wäre ein Todesurteil für alle Conduits. Ich kann das nicht zulassen. Und ich lasse mich von dir nicht stoppen. Boah, wow, die fuck, was zieht die gerade auf? Ja, du gehst mir gerade. Ich hab Probleme, ich hab hier gar keine. Shit. Ich kann nichts machen gegen die jetzt gerade. Oh, nimm ihn! Ich muss mich ein bisschen orientieren gerade.
Geh mir weg. Ah, das war mir fast klar. Dass sie dann... Ich kann nichts machen gegen die. Weil die dann mit ihren scheiß Fünferwellen kommen da. Scheiße. Ich kann leider noch nichts... Das also, das dauert wieder... Muss ich wieder... Na, gib doch weg! Oh Mann! Ah, das ist doch nicht wahr! Hau doch mal ab jetzt mit dem Scheiß, ey! Ah, das ist das Problem, wenn du in dem scheiß Dings bist. So, einer kriegt sie noch und dann hat sie es. Also auf die kriegt sie auf die Sacken. So, einer noch. Ich weiß nicht, wie oft ich sie treffen muss, aber ich muss ein paar Ladungen setzen. Jetzt. Ich hab sie. Willst du meine Kraft? In Ordnung. Vor 7 Jahren rückte meine Einheit aus, um eine neue Bedrohung zu bekämpfen. Conduits. Menschen mit Kräften, die niemand verstand. Sie hatten die Macht zu töten. Und die Macht, auch einige von uns in Conduits zu verwandeln. Ich traf eine Überlebende. Sie folgte mir, als ich mich wieder zu meinem Bataillon durchschlagen wollte. Gemeinsam liefen wir durch eine gesetzlose Stadt, die unseren Tod wollte, weil wir jetzt nicht mehr wie sie waren. Jeden Tag schlossen sich Leute dem Lynchmob an, aus Angst, dass sich Conduits unter ihnen verstecken könnten. Wir hatten niemandem etwas getan, aber sie sahen uns trotzdem als Monster.
Als die militärische Ordnung wiederhergestellt war, sahen sie in uns die Bedrohung. Ich war ein Conduit und eine Soldatin, aber konnte nicht beides sein. Also entschied ich mich anders. Es war der einzige Ausweg. Indem ich ein Conduit lebend gefangen nahm, gewann ich das Vertrauen der Regierung. Und das war nur der Anfang. Sie finanzierten die Gründung des DUP und dachten, wir wären nur Freaks, die andere Freaks jagen. Aber so war es nicht. Ich wollte sie doch retten. So viele Conduits wie möglich. Wenn meine Art leben würde, dann hinter den Mauern von Curden Cay. Sieben Jahre habe ich sie beschützt. Ich. Das wird mir niemand wegnehmen. Nicht die Regierung. Nicht die Armee. Nicht du. In den sieben Jahren hast du sie alle nur weggesperrt. Du hast ihnen ihre Freiheit genommen. Dann sag mir, was würdest du tun? Einfach die Tore öffnen? In Curden Cay Station? Sie alle freilassen? Darauf kannst du deinen Arsch verwetten. Die Welt hat sich nicht verändert in den letzten sieben Jahren. Drinnen sind die Conduits sicher. Sie sind am Leben. Wenn du sie befreist, sind sie innerhalb einer Woche tot. Also sag mir, wer ist hier der Retter und wer das Monster? Das hast du doch gewollt. Du gewinnst. Wir beide haben dieselbe Kraft. Mit einem kleinen Unterschied. Ich konnte sieben Jahre damit üben. Und jetzt scheint das ganz große Finale zu sein. Und das sehen wir uns dann aber erst in der nächsten Folge an.